Gern macht er es nicht, Züge ausfallen zu lassen. Seit Wochen bleibt ihm aber nichts anderes übrig, weil Personal fehlt. Der Chef der Länderbahn, Wolfgang Poletti, bildet zwar seit 2 Jahren verstärkt Lokführer aus. Personal zu finden sei nicht schwer, sagt er, aber Personal zu halten. Ist ja ähnlich wie beim Lehrermangel. Man weiß ja eigentlich auch 6 Jahre vorher, wenn man welche braucht, und trotzdem klappt es nie. Und so ähnlich ist es bei uns auch, dass man durchaus sehen müssen, welche Mitarbeiter brauchen wir zu welcher Zeit. Und dann muss man immer mehr einkalkulieren, dass auch andere Unternehmen welche brauchen und ganz gern mal sich in der Gegend umsehen, wo es denn welche gibt. Mit einer eigenen Eisenbahnschule will er die Lokstände wieder ausreichend besetzen. Quereinsteiger werden jetzt in 9 Monaten umgeschult zu Lokführern. Jörg Bernklau war bisher Taxifahrer und will sich einen Kindheitstraum erfüllen. Ich einfach auch beruflich verändern, zukunftsorientiert werden. Ich meine, der vorherige Job war nicht so das Gelbe vom Ei und deswegen, man will irgendwo mal auch ankommen und dann auch standfest sein. Der Zugverkehr gilt als Zukunftsbranche in Zeiten des Klimawandels. Gleich am ersten Tag darf der 43-Jährige auf die Zugstrecke, allerdings nur im Simulator. Ganz was Neues. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Hebel jetzt gerade im Griff habe, aber ich hoffe, dass ich nichts falsch mache. Mit ihm im Kurs sitzen Kfz-Mechaniker, Techniker und auch ein Bäckermeister, der 30 Jahre lang ein eigenes Geschäft hatte, aber keinen Nachfolger. Ich habe keine 16-Stunden-Tage mehr, sondern eher weniger. Die Sonntage, das ist nicht das Problem, die Wochenenden. Was ich als Vorteil sehe, ist, man hat eine soziale Absicherung. Ne? Also ich habe jetzt, wenn ich Urlaub habe, die kriege ich den sogar bezahlt. Das kenne ich ja seit 30 Jahren überhaupt nicht. Voraussetzungen für die kostenlose Umschulung sind irgendeine abgeschlossene Berufsausbildung. Man muss mindestens 20 Jahre alt sein und einen medizinischen und psychologischen Test bestehen. Der Länderbahnchef hofft, im Personaltableau bald weniger Lücken zu haben und dass andere Bahnunternehmen ebenfalls mehr ausbilden. Wir hatten das gleiche schon mal zur Jahresmitte dieses Jahres gedacht, wo wir sehr viel ausgebildet hatten, fertig wurden und wir sozusagen da auch entspannt schon in die nächsten Monate schauen wollten. Und nach wenigen Wochen war der Effekt bereits verpufft, weil doch viele uns wieder abgeworben wurden oder andere Ideen hatten. Die Deutsche Bahn lockt zum Beispiel mit den Vorteilen eines Großkonzerns. Dagegen kann die Länderbahn mit ihrer Technik punkten. Sie fährt mit den verschiedensten Loks und sie punktet mit der Regionalität, mit Nahverkehr, schönen Strecken im ländlichen Raum und Arbeitsplätzen vor der Haustür. Bis Ende des Jahres gilt noch der ausgedünnte Fahrplan bei der Länderbahn. Dann hofft der Chef auf Entspannung im Dienstplan.